ich habe inzwischen eine ganze Menge Werke von Braunfels dirigiert. Ich kenne die Musik sehr gut. Und Braunfels hat, ja, dieses, dass man ihn manchmal auch nicht mehr einordnen kann. Natürlich kann man dann sagen, das klingt wie Sibelius oder da am Ende schaut Wagner hervor. Aber nein, es ist echter Braunfels und fürs Orchester wahnsinnig schwer zu spielen. Weil man einfach die Verbindung zu Hermann Abendroth. Abendroth hat vier große Uraufführungen von Braunfels in den 20er und Anfang der 30er Jahre gestemmt. Er hat Werke aus der Taufe gehoben, die ja wirklich höchst anspruchsvoll sind. Braunfels und Abendroth hat zusammen die Kölner Musikhochschule aufgebaut vor dem Zweiten Weltkrieg. Nach dem Krieg kamen sie dann als Künstler und als Menschen nicht mehr so recht zusammen. Aber die Verbindung über Abendroth zur Staatskapelle Weimar, einfach diesem ein Juwel mit einem ganz dunklen Orchesterklang, sehr weichem Orchesterklang. Es ist wirklich ein sehr traditionsverbundenes deutsches Orchester. Die Staatskapelle Weimar ist 500 Jahre alt. Der Geist Abendroths, sagen manche Dirigenten, schwebe noch über uns. Das ist für uns eigentlich ein Kompliment. Wir lieben sehr die Traditionsmusik von Strauss, von Wagner, von Liszt. Es war sehr interessant für uns, anfangs etwas sperrig und schwierig. Es stellt unglaubliche Anforderungen an jeden einzelnen Instrumentalisten, an jede einzelne Gruppe. Man muss es richtig üben, damit man die technischen Anforderungen gut bewältigen kann. Es ist eine interessante Musik, weil sie so vielschichtig ist. Sie ist von unglaublich schöner Harmonik. Sie ist auch ganz burlesk und ganz grotesk. Diese Werke sind es wert. Sie sind sehr, sehr kostbar. Und vielleicht kann man da einen ganz kleinen Beitrag dazu leisten. Hier in Weimar haben wir den großen spätromantischen Kanon mit Don Juan. Nicht unbedingt eine Weiterführung, aber eine andere Wegabzweigung, als Richard Strauss sie mit seinem Don Juan gegangen ist. Braunfels schreibt klassisch romantische Fantasien, wie er auch als Pianist am Klavier improvisiert hat. Er war ja dafür bekannt. Seine Orchesterschreibweise geht auf diese Improvisationskunst zurück, dieses sofort Umschalten und natürlich dieses ja nicht unbedingt harmonische Weiterspinnen, in dem Fall der Champagner-Arie aus Mozarts Don Giovanni, sondern als ob man die Arie und den Inhalt des Don Giovanni mit unterschiedlichen Vergrößerungen, mit unterschiedlichen Farben belegt. Einfach unterschiedliche Traumwelten, unterschiedliche Gedanken. Ich bin wirklich sehr froh, endlich mit diesem hochgerühmten und zu Recht hochgerühmten Orchester zusammenarbeiten zu können. Dieser Sound, dieser Klang, der da kommt, das zeugt von, sage ich jetzt mal ganz pathetisch, von einer großen, langen Tradition. Und das ist ein sehr gutes Zeichen für ein gesundes Empfinden dieses Orchesters, dass die sich so wohl fühlen, auch in diesem Klang, natürlich in Zusammenarbeit mit dem Spiritus Rector des Ganzen, Hans-Jörg Albrecht. Das gelingt, diese Musik und so erfüllt darzubringen. Und ich kann nur hoffen, dass wir das schaffen, sowohl durch die Veröffentlichung auf der CD als auch hoffentlich in häufigem Wiedergeben in Konzerten, den Leuten, den Menschen draußen zu zeigen, was da zu Unrecht in Vergessenheit geriet. Und ich bin sehr glücklich, dass wir mit den Partnern mit der Staatskapelle Weimar und mit dem Konzerthaus Berlin dieses Riesenprojekt jetzt endlich nach jahrelangem Warten und einfach organisieren und die entsprechenden Partner finden, die auch wirklich adäquat stimmlich besetzt sind und vom Orchester her
auch Braunfels zugetan sind, dass wir jetzt endlich dieses Riesenprojekt aus der Taufe heben konnten.